Hallo zusammen, heute melde ich mich hier aus dem Ranoch Forest. Wir machen hier eine Wanderung in den Wald hier. Blackwood of Ranoch nennt sich das. Das ist auch einer der letzten Regenwälder hier in Schottland. Zusammen mit dem anderen Video von Aviemore, verlinke ich mal hier oben. Da ist nämlich dann der andere letzte Regenwald sozusagen von Schottland drauf. Und somit ist das hier auch ein Stück weit ein zweiter Teil. Ja, wie der Name schon sagt, Ranoch Forest, wir sind hier bei Loch Ranoch, Zentralschottland kann man sagen. Wir waren hier schon bei der Ranoch Station, da gibt es ja diesen Teeraum und ja, da kann man, das ist ziemlich bei dem großen Ranoch Moor, Eisenbahnstation, ist sehr abgelegen. Aber da kann man dann Tee trinken, Kaffee trinken, Kuchen essen und so. Also ist auf jeden Fall interessant und ein sehr schöner Platz zu gehen. Und jetzt wollen wir mal hier ein bisschen den Wald erkunden und uns hier umschauen. Ja, ist auf jeden Fall sehr vielversprechend schon, was man hier schon sieht. Und ja, wir nehmen euch mit. Der blaue ist ein Viertelmeile. Wir sind hier und wir machen jetzt den gelben Pfad. Habe ich gerade mal spontan entschieden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abenteuer Schottland. Wir laufen den gelben Weg. 5, irgendwas Meilen stand auf dem Schild. Der geht tief hier in den Blackwood of Ranoch rein. Und ja, wir werden sehen, wie es hier aussieht. Sieht am Anfang jetzt schon richtig gut aus. Der Weg ist gut begehbar. Und es gibt bestimmt einige sehr schöne Stellen hier, die wir hier gleich finden und euch natürlich dann zeigen werden. Diese Eiche hier ist wie ein perfektes Tor in den Wald rein. Und hier sieht es erstmal nach Plantage aus. Fichtenplantage. Ja, wir gehen den gelben Weg. Ist hier recht gut ausgeschildert, sieht man, da geht eben der rote und der blaue Weg dann hier runter. Hier an der schönen alten Eiche vorbei. Und der lange Weg, gelb, geht davor. Bisschen begleitet vom Plätschern des Wassers. Der Bereich, in dem wir jetzt gerade laufen, nahe am Parkplatz, das ist natürlich jetzt noch kein Regenwald oder kein Urwald. Das ist jetzt ein Mischwald hier mit Plantage. Und ich weiß nicht genau, wie weit wir laufen müssen, ob überhaupt dieser gelbe Weg uns zu dem richtigen Blackwood führt. Was ich hoffe, dass es dann da schon anfängt. Dass wir jetzt nicht in so einer reinen Plantage laufen, wobei es hier trotzdem schon super schön ist. Hier ist jedenfalls ziemlich viel los mit Insekten und Zecken. Auf der Kamera gerade sitzt eine Fliege, während ich filme. Auf meiner Hand sitzt auch so eine kleine Fliege. Und gerade vom Paddy seinen Kopf habe ich zwei rote Zecken abgemacht. Hier muss man ein bisschen besonders vorsichtig sein, was das Zecken angeht bei Hunden, so dass man da regelmäßig mal guckt, wenn man hier unterwegs ist. Natürlich gibt es sie überall, aber es gibt immer so ein bisschen so Hotspots. Und ich habe so das Gefühl, dass hier so einer ist. Hier wurden viele Baumfellarbeiten gemacht. Man sieht hier aber auch einige Sturmschäden noch. Blaubeeren sind schon reif hier. Ja, die schmecken schon richtig gut. Sind wir noch mal ein paar hundert Meter gelaufen und wir sehen hier links neben uns geht es ziemlich tief runter. Eine Schlucht mit Wasser unten und die Plantagenart ändert sich, also es ist jetzt hier weniger Plantage, Kiefernwald und ganz viele Heidelbeeren, Blaubeeren. Ob es jetzt wirklich echte Heidelbeeren sind oder die nächstverwandten, kann ich nicht sagen, aber es spielt auch nicht so eine große Rolle.
Ja, die freut sich auch. Wir können überall schnuppern. Und hier gibt es anscheinend auch viel zu schnuppern. Stimmt's? Von uns, von Perth aus, braucht man hierher circa eine Stunde 15 Minuten. Und wir sind die A9 hochgefahren und dann nach dem House of Brewer links abgebogen Richtung Tummel Bridge. Und dann kommt man auf so eine Single-Track-Road, die schon ziemlich abenteuerlich, schaukelt einen auf jeden Fall schon ziemlich durch für etliche Meilen, bis man dann Richtung Tummel Bridge kommt und ja, Kinnloch Rannoch. Und man muss dann bei Kinnloch Rannoch links sozusagen vom Loch fahren. Rechts geht es dann hinter zur Train Station. Und was macht der jetzt? Jetzt riecht der wieder was. Komm, Freddy, komm. Ja, jedenfalls auf der linken Seite, das ist auch ein Campingplatz. Eignet sich, glaube ich, ganz gut hier zu campen, weil laufen kann man hier definitiv viel und es ist eine sehr, sehr schöne Gegend. Hier am Wegrand sitzt eine Gruppe Pfifferlinge. Inmitten der rauen und beeindruckenden Landschaften Schottlands liegt der Blackwood of Rannoch, einer der ältesten verbliebenen naturnahen Kiefernwälder des Landes. Zusammen mit dem angrenzenden Rannoch Forest bildet er ein wertvolles ökologisches und historisches Erbe, das über Jahrhunderte hinweg bewahrt wurde. Der Blackwood of Rannoch erstreckt sich über etwa 1000 Hektar in den Perthshire Highlands am Ostufer des Loch Rannoch. Das Gebiet ist bekannt für seine dramatischen Landschaften, geprägt von tiefen Wäldern, offenen Mooren und schroffen Bergen. Das Klima hier ist typisch für die schottischen Highlands mit milden Sommern und kalten, schneereichen Wintern, was eine einzigartige Flora und Fauna begünstigt. Der Blackwood of Rannoch ist nicht nur ein Naturparadies, sondern auch ein Ort von kultureller Bedeutung. Der Wald war einst Teil eines riesigen Waldgebietes, das sich über die Highlands erstreckte. Heute erinnert er an eine Zeit, als Schottland von dichten Wäldern bedeckt war. Lokale Legenden und Geschichten sind eng mit dem Wald verbunden und er wird oft in der schottischen Folklore erwähnt. Das Ökosystem des Blackwood of Rannoch ist außergewöhnlich vielfältig. Die dominierenden Baumart ist die schottische Kiefer, Pinus sylvestris, die hier in ihrer nativen Umgebung gedeiht. Unter dem Baumkronen findet man eine Vielzahl von Pflanzenarten, Moosen und Flechten. Die Wälder sind Lebensraum für zahlreiche Tierarten, darunter Rotwild, Eichhörnchen, Adler und eine Vielzahl von Singvögeln. Also hier ist wirklich sehr viel los mit den Heidelbeeren überall. Und was hier auch noch extrem viel sind Ameisen. Und hier schon einer von etlichen Ameisenhaufen, die ich hier gefunden habe bisher. So rote Ameisen. Da bimmelt's drauf, die haben viel zu tun. Das sieht so aus, als hätten die so kleine Baumharzstücke hier eingesammelt. Hier und hier. Schon sehr groß, wenn man das so im Vergleich mit dem Weg hat. So, jetzt geht's weiter. Zwischendrin sind immer Snacks gesichert. Bei der Menge, was hier wächst. Als wir hier angekommen sind, waren es 13 oder 14 Grad. Und eigentlich schon recht kühl, aber hier wird es jetzt echt richtig dampfig. Vorsicht, Wasser. Also ist echt ziemlich schwül geworden hier. Und die Fliegen werden aufdringlicher. Mitches sind auch da. Aber die machen eigentlich bisher nichts, weil wir ja am Gehen sind. Und daher sind die für uns weniger störend. Aber jetzt auch wieder wie vorhin auf dem Objektiv beim Filmen zwei Fliegen, die sich auf der Kamera aufhalten. Warum wohl? Keine Ahnung. Wir sind jetzt hinter uns. Nach rechts abgebogen, es ist immer noch gut beschildert und hier haben wir so einen Bereich mit vielen großen Scottish Pines, teilweise abgestorben
Und ja, es ist einfach ein normaler Forstweg hier. Und irgendwann geht es dann wieder vorne nach rechts ab. Ist immer noch alles sehr dampfig, schwül. Und hier haben wir ein größeres Wasser. Muss mal schauen, was das ist eigentlich. Das weiß ich nämlich gerade noch gar nicht. Also hier ist der Fluss ein bisschen aufgestaut. Das ist nämlich ein Stausee, ein kleiner. Boot ist auch schon vorhanden. Und ich erwarte dann, dass wir da vorne wahrscheinlich irgendwann, wann der Wald anfängt, wieder nach rechts gehen und in die Richtung zurück. Eddie, was isst du denn? Isst du Blumen? Wir sind jetzt hier relativ gerade von dem anderen Weg hier auf den kleinen Waldpfad wieder gekommen. Hier ist alles mit Moos bedeckt. Ist noch ein bisschen feuchter irgendwie als vorhin. Und zur rechten ist eine Plantage. Also hier sieht es überhaupt nicht nach irgendwie Urwald oder so aus. Und da vorne laufen auch noch zwei andere Leute. Hier sind wir jetzt in einem sehr alten Waldbereich. Also hier ist ein bisschen weiter oben, da vorne vielleicht ein bisschen Plantage, aber hier sieht man schon große alte Bäume und vor allem hier gibt es ganz viele Spezies von den Flechten. Es gibt hier angeblich auch eine Spezies von Flechten, eine schwarze mit den Punkten, ich habe bloß vergessen, wie die heißt. Aber durch die ständige Feuchtigkeit hier breiten die sich natürlich aus, da vorne auch am Baum die Bartflechten, die darunter hängen. Und auch hier wieder ganz viele Heidelbeeren. Man läuft dann hier schon relativ lang auf dem Forstweg entlang. Aber auch hier ist es ganz schön. Mit dem Fingerhut zum Beispiel. Hier geht es dann jetzt wieder nach rechts rein. Endlich vom Forstweg runter. Und es ist echt ein schöner Wegeingang hier, finde ich. Und hier sieht man noch die alten 2 Meter Abstand Corona-Schilder. Die wurden recycelt. Macht ja auch Sinn, die zu recyceln, ne? Schöne Eiche und eine schöne Mauer bildet hier sozusagen den Eingang auf den gelben Weg wieder. Ich laufe viel lieber auf solchen Wegen als auf diesen Forstwegen. Die sind einfach viel idyllischer und schöner. Und man hat einfach mehr zu sehen. Hier stehen jetzt wieder einige alte Eichen rum. Total mit Flechten überzogen hier. Die zum Beispiel sieht richtig toll aus. Und hier immer, wenn es so viel Farn da ist, dann riecht es so, stinkt sogar ein bisschen. Diese Menge an Farn, sind wieder die ganzen Fliegen drin, dann bald auch die Bremsen. Einen ganz intensiven Geruch. Der Carey Trail beginnt im kleinen Weiler Carey, der am Südufer des Loch Rannoch liegt. Der Weg führt durch dichte Wälder, entlang plätschernder Bäche und hinauf zu Aussichtspunkten, die spektakuläre Blicke über den See und die umliegenden Berge bieten. Er ist ideal für Naturliebhaber, Wanderer und alle, die die unberührte Schönheit der schottischen Highlands erleben möchten. Der Carey Trail ist gut ausgeschildert und bietet mehrere Routenoptionen, die von kurzen Spaziergängen bis hin zu langen Wanderungen reichen. Die Pfade sind gut gepflegt, aber Wanderer sollten dennoch gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung tragen, da sich das schottische Wetter unberechenbar zeigen kann. Der Trail beginnt in Carey. Dort gibt es Parkmöglichkeiten und auch Informationsschilder. Hier können sich die Wanderer über die verschiedenen Routen und die Geschichte der Gegend informieren. Zunächst führt der Weg durch den dichten Wald, der Teil des Blackwood of Rannoch ist. Diese alten Kiefernwälder sind reich an Flora und Fauna und bieten eine ruhige und friedliche Atmosphäre. Es ist nicht ungewöhnlich, hier Rotwild oder seltene Vögel zu beobachten. Der Trail kreuzt mehrere kleine Bäche, die aus den umliegenden Hügeln in den Loch Rannoch fließen.
Diese Wasserläufe sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Auch bietet der Trail mehrere Stellen, von denen man eine spektakuläre Aussicht auf den Loch Rannoch und die umliegenden Highlands genießen kann. Besonders bei Sonnenaufgang oder Untergang sind diese Punkte atemberaubend. Jetzt sind wir wieder hier unten am Parkplatz angekommen und wie ihr seht, ist hier auch eine Bank und auch ein bisschen weiter hinten gibt es so ein kleines Hütchen mit Bänken drin. Hier kann man grillen und ja, kann einfach dann nach seiner Runde noch mal ein bisschen schön Zeit verbringen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir noch mal ein bisschen was zu trinken finden. Wir haben Durst und eine Tankstelle, das Auto hat auch Durst und dann ja, ist noch nicht ganz sicher, was wir jetzt machen, aber wir werden irgendwas machen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch geben. Schreibt auch gerne was in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt und so weiter. Ich beantworte die Kommentare, allerdings dauert es zurzeit ein bisschen, sage ich gleich. Ich wünsche euch die beste Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!